Vollgas. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Yo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Rob Nation Kanal. Ich bin wieder mit dem guten Leonardo am Start. Yo, servus. Und ihr hattet eine richtig geniale Idee. Und zwar, wir erraten jetzt halt mal von jeweils von dem anderen drei verschiedenen Motorräder. Und der Verlierer, der was am wenigsten erratet hat, der kriegt natürlich dann eine Bestrafung am Ende vom Video. Ihr habt uns ein paar Bestrafungen auf Instagram geschrieben und da werden wir dann eine davon auf jeden Fall nehmen. Wir haben auch ein Video auf jeden Fall bei Leonardo gedreht. Schaut am besten dann auch mal da noch vorbei. Ist auf jeden Fall witzig geworden. Und let's go. Schere ist dein Papier. Ja, wieder eine. Schere ist dein Papier. Ja. Ja, okay. Du darfst aussuchen. Ja gut, dann fange ich diesmal an. Ja. Also, dass du jetzt hörst zuerst? Ich höre es erst. Okay. Ja, genau. Da kommt jetzt erstmal sozusagen nur Sound und danach fährt er kurz und da spule ich auch kurz vor. Okay. Das dauert ein bisschen. Also Sound Nummer 1 für Rob Nation. Die schießt auch nicht nach, deswegen müsste eigentlich ein Einspritzer sein. Jetzt hört sich so an wie der da drüben, das ist ein scheiß Quad da drin. Krass, Mann. Kann sich auch anhören wie so ein 125er Duke mit ohne DB-Killer halt so, einfach. Ja. Das könnte echt eine 125er sein. Boah, hey, vielleicht bin ich auch komplett falsch, aber ich sag jetzt mal eine 125er. Entweder eine WR 125 oder eine Duke 125, so in dem eins von den zwei Bikes irgendwie. So, also, let's go. Ich tue jetzt mal das erste Bike vorstellen. Das hört sich ganz bisschen an wie ein Zweitakter, aber ich glaube nicht. Es ist so komisch, wenn man es nicht sieht. Okay, die knallt auf jeden Fall. Husqvarna, so einem Wettbewerb Supermoto 500 Kubik, 450, 500 Kubik. Okay, so in die Richtung. Also eine FE 501 oder so, weiß ich mal. So. Ja, okay. Okay. Bist du bereit? Jo. Okay, ab geht's. Das ist Yamaha-Sound, glaube ich, gewesen. Hört man echt schwierig raus jetzt aus dem Clip. Ich würde sagen, entweder. Ah, das war eine. Entweder eine Yamaha. Yamaha R1 oder eine BMW S1000 Doppel-R, sowas in die Richtung geht. Das ist also 1000er auf jeden Fall, würde ich sagen. Vierzylinder Supersportler auf jeden Fall. Achso, 1000er sagst du? Ja, okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie den drunter hat. So, zweites Bike. Oh fuck, was ist das, Digga? Das ist so hart und schwer, Alter. Doch, hört sich ein bisschen an die Ducati, Digga, aber komm, ich zieh einfach durch. Safe, so Ducati Übermutter. Okay. Ja. Auch wenn es zwar vorher eine da war, die sich anders angehört hat, aber safe, so weiß nicht. Ich sag Ducati Übermutter. So, und jetzt kommt der letzte Clip für dich. Aufnahme der, glaube ich, eine Fahraufnahme. Ist schwierig, ich sag aber SXV, die 550er oder sowas, halt okay. So eine richtige, biestige 2
So eine Wettbewerbs. Ja, genau, so eine Zweizylinder Wettbewerbsmaschine. Also hört sich richtig biesig an, vielleicht ist aber auch eine Nuder. Könnte so ähnlich klingen, aber ich sag mal, Wettbewerbsmaschine, die SXV, was ist das für eine Marke nochmal? Aprilia. Aprilia. Würde ich jetzt mal schätzen. Alter, hast dich aber echt gut geschlagen. Und echt? So lang hier unter dem Tuch da. Ach so. Nee, Spaß. Ich dachte mir so, ja, die Hoffnung machen, was halt übelst schwer ist. Ja, das ist, ey, mach das echt mal selber nach, das ist ultra. Es gibt ja so viele verschiedene Motorräder und dann so ähnliche Sounds. Wo man, ich glaube, beim Auto ist es leichter, ja, weil da kann man eher abwägen, so. Weil da ist immer Auspuff und Motor anders abgestimmt, aber so beim Motorrad gibt es halt übelst viele, die gleich sind. Ja, voll, voll. Digga, das ist genau das Gleiche. Das ist leider nicht auch ein Arschloch. Boah, Digga, was ist das, Alter? Ja, da kann man gar nichts hören, ohne Witz. Digga, ist nie machbar, ohne Witz. Ja, ich sag so eine... so ein Naked Bike, 700, 100er oder so. Zweizylinder. So wie es dann war, sozusagen so eine 600er, 700er. Naked würde ich jetzt sagen, Zweizylinder. So schwer, vor allem da hat man einfach gar nichts verstanden. Das habt ihr gehört, Digga, das ist einfach nur dröhnend ohne Witz. Und er hat dann nichts. Ups. So, okay, also er hat jetzt auch sein letztes gemacht. Du kannst die Augenbinde, wenn du magst, wieder abnehmen. Und boah, genau. Jetzt checken wir mal gegenseitig ab, was der eine und der andere so richtig gemacht hat. So, okay, gut, also der gute Leonardo darf jetzt die schöne Bestrafung bekommen. Digga, ich geh nach Hause, ciao. Deswegen ab zur Bestrafung. Okay, der gute German Motorrad, der hat uns auch eine gute Idee gebracht. Der hat zwar geschrieben, der hat echt viele Ideen gehabt. Er hat geschrieben, Fruchtzwerge mit Wurstwasser. Leider habe ich nur keine Fruchtzwerge da und auch kein Wurstwasser, aber wir haben schön Essiggurkenwasser da. Und ein schönes Naturjoghurt. Das normale Joghurt ist halt. Genau, genau. Und so, meine Freunde, willkommen. Bastelküche. Wir haben hier einen schönen Naturjoghurt, gell? Griechische XXL-Portion. Genau. Ein schönes Gurkengläschen. Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich Gurken, Salzgurken hasse wie die Pest. Ja, warte, erstmal ein bisschen. Digga, mach nicht zu viel ohne Witz. Digga, das reicht. Ganz gut. Digga, aber übertreib dich, Digga. Stopp! Digga! Du hast gesagt, vorhin bis hier, Alter. Ja, ja, eben. Voll, voll entspannt. Boah, Alter. Yam, yam, du. Boah, wie das schon riecht, Digga. Ich könnte da ohne Witz kosten von Essiggurken. So wie bei McDonalds, da kommen immer diese kleinen Essiggurken raus. Schreibt mal rein, wer auch immer die Gurken immer so an die Decke spickt. Der gute Leonardo hat mir vorher was erzählt. Da tut man das auf, so, auf das Papier vom Cheeseburger. Und tut was so schön spannen. Und das ist so flüssiger Joghurt jetzt einfach, gell, wie Milch. Digga, du hast viel zu viel reingemacht, Alter. Nimm jetzt mal so einen kräftigen Schluck, komm. Alles oder kräftig? Ja, also alles, komm. Ich mach aber nichts. Ey, komm, Vollgas. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Komm nochmal. Hau rein. Ja, das ist auch gar nicht zum Nachfüllen aufgefüllt. Er ist so dumm. Ich hab's ihm extra nicht gesagt. Ey, nicht mal die Hälfte, mal hier unten, wie dick das ist, okay. Oh, ist das eine gute Bestrafung. Okay. Alter, du bist ein richtiger Ehrenmann. Krass. Alter. Ich glaub nicht, wie ekelhaft das ist. Ja, das mache ich nicht mehr mit dir. Ey, das war eine super Bestrafung. Danke auf jeden Fall. Ich kotze echt gleich noch. Danke an den guten German Motorrad, dass er uns die geile Idee geschickt hat. Falls du mal mich siehst, Digga. Hau einfach ab. Ja gut, also auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, Leute. Schreibt uns gerne eine neue Challenge rein. Nee, und bitte nicht, ich mach's ja nicht mehr. Ja, jetzt kommt noch erstmal meine Bestrafung auf seinem Kanal. Checkt es auf jeden Fall mal ab und da werde ich auf jeden Fall auch keinen Spaß dafür haben. Aber ja, wir sehen uns auf jeden Fall sonst spätestens im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, Leute, und haut rein. Tschüss. Ciao, Leute. Ciao, ciao.